Guten Abend und herzlich willkommen zum SoTalk. Bei mir ist heute Manilio zu Gast. Der Rapper ist momentan mit seinem aktuellen Album Irgendwo unterwegs. Guten Abend, Manilio. Hallo. Was bedeutet dir Solothurn? Solothurn bedeutet mit daheim in erster Linie. Also ich bin von da und bin immer noch da und verbinde eigentlich recht viel damit. Gibt es für dich in Solothurn wie einen Ort, der dich inspiriert, zum Beispiel zum Texte schreiben oder wo du dich auch einfach am besten entspannen kannst? Also ich habe ein Studio daheim und schreibe eigentlich daheim meine Texte und arbeite daheim, nehme daheim auf. Aber sonst kommt mir jetzt nichts Spezielles in Sinn. Solothurn ist eigentlich nicht gerade eine Großstadt. Wirst du auf der Straße erkannt oder kannst du deine Einkäufe noch in Ruhe erledigen? Ich habe eigentlich keine Mühe oder so. Also ich werde wenig angesprochen. Ich glaube, gerade auch weil Solothurn eine Kleinstadt ist, also weil sich alle Leute kennen und weil alle wissen, hey, der und der, die sind alle da und es ist alles ganz normal. Wie schätzt du deinen Erfolg in Solothurn ein? Also wir hatten ja eine Plattentaufe im Kofmel im April und hatten recht viele Leute gehabt. Also dort hatte ich sehr Freude gehabt und das war natürlich cool gewesen. Ich glaube aber sonst, dass eigentlich grundsätzlich die Leute vielleicht zum Teil auch gar nicht so wissen, dass wir auch noch sonst in der Schweiz unterwegs sind. Also dass zum Beispiel Leute von so tun denken, ja, der macht jetzt ein bisschen Rap oder so, aber vielleicht nicht wissen, dass wir auch noch Zürich-Konzert spielen und Schaffhausen-Konzert spielen und dass das mehr oder weniger läuft. Aber also ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie es ist im Moment. Du hast ursprünglich den Beruf vom Grafiker ergriffen. Warum? Ja, ich habe nicht genau gewusst, was machen. Und ich war eines von diesen Kindern, die gut zeichnen konnten. Und ich glaube, da kommt immer relativ schnell so, oha, du bist kreativ, du kannst irgendwie, mach doch polygraphisch, nachher eben bei mir gewesen. Und ja, und nachher habe ich die Lehre gemacht. Und es passt aber eigentlich immer noch alles gut zusammen, weil ich habe jetzt mache ich Poster und Flyer und Sachen von mir selber oder wenn immer wir irgendetwas brauchen, oder kann ich das alles gut zusammen verwenden. Was war damals ausschlaggebend, dass du den Job dann aufgegeben hast? Also ich habe den Job jetzt aufgegeben, noch nicht lange her. Und zwar eigentlich einfach, weil ich ein Album fertig machen wollte, weil ich eine Zeit habe. Und ja, in dem Moment wirklich das Glück gehabt, dass ich mir das auch wie leisten konnte. Und ich glaube, sonst wäre es auch vielleicht sogar jetzt noch nicht fertig. Also es hat wirklich noch so ein bisschen den letzten grossen Zeitrahmen gebraucht. Du hast es vorher schon gesagt, du hast dein eigenes Studio und deine Wohnung in der Vorstadt. Welche Vor- und Nachteile bringt das mit sich? Eigentlich nur mal Vorteile. Also eben, ich kann daheim aufnehmen, eigentlich zu jeder Tageszeit, wo ich will. Ich kann so lange am Zeugs arbeiten, wie ich Lust habe. Ich kann aufhören und am anderen Tag weitermachen. Ich kann Kollegen einladen und wir machen zusammen Songs und so. Also eigentlich sind es nur Vorteile, ich glaube. Ich bin mir halt auch so gewöhnt. Ich habe eigentlich immer, ich bin immer allein im Studio gesehen und habe mich selber aufgenommen. So ein bisschen mit herstehen und dann wieder Stopp drücken und hin und her. Und ich bin mir das echt so gewöhnt. Von dem her ist das eigentlich etwas, was ich immer wollte. Du bist noch sehr jung eigentlich in das ganze Musikbusiness eingestiegen. Hast du dich damals schon reif genug dafür gefühlt oder hast du selber gewusst, dass du noch sehr jung in dieser ganzen Szene bist? In dem Moment habe ich mir das nicht wahnsinnig überlegt. Aber man merkt natürlich nachher immer im Nachhinein, dass man viele Sachen falsch gemacht hat oder eben lernt Sachen dazu, wo man nachher, wo ich jetzt finde, okay, das mache ich jetzt viel besser als früher. Aber dann habe ich mir nicht gross Gedanken darüber gemacht.
Und was war bisher deine, sagen wir mal, größte Enttäuschung, die du in dem ganzen Business erleben musstest? Schwierig zu sagen. Keine Ahnung, also mir kommt jetzt spontan gar nicht in Sinn. Oder gibt es was, was du absolut nicht erwartet hättest, dass es wirklich so ist, wo du dir es nicht vorstellen konntest? Also, was in letzter Zeit viel passiert, wo ich immer wieder überrascht bin, ist zum Beispiel gesehen, dass Leute wie Zürich West oder Patent Ochsner mich schon gekannt haben. Oder wo ich zum Beispiel irgendwie sie mal gesehen habe und nachher auf sie zugegangen oder vorgestellt geworden. Und nachher haben die gesagt, ja, ich weiß schon, wer du bist und was du machst und so. Und dort bin ich extrem, und ich dachte, was? Dort das bin ich sehr überrascht gewesen, aber grosse Enttäuschungen, ich weiß es nicht. Beim letzten Album haben wir gedacht, Sterne wäre sicher ins Radio kommen und so, und das wäre sicher laufen. Und das ist dann mehr oder weniger abgelehnt worden. Und das, da bin ich ein bisschen überrascht gewesen und sicher auch enttäuscht, aber sonst weiß ich nicht genau. Momentan läuft es ja mit deinem zweiten Album um einiges besser. Du bist momentan mit Liveband unterwegs. Um was geht es in den Songs von Irgendwo? Auf dem Irgendwo-Album drehen sich viele Songs, glaube ich, so ums sich verloren fühlen bzw. sich zurechtfinden als Mitte 20-Jährige einfach in unserer Welt. Also einfach ein Thema, das mich extrem beschäftigt. Ich glaube, das könnte man so ein bisschen als zentrales Thema vom Album bezeichnen. Aber also, dort spielt natürlich näher alles Mögliche drin, von Ausgang über verliebt sein, über, weiß auch nicht, enttäuscht werden, das alles zusammen. Was bedeutet dir persönlich das zweite Album? Mir ist das zweite Album extrem wichtig und ich bin sehr zufrieden damit. Es hat sehr lange gedauert, bis es wirklich fertig ist worden. Und ich habe wirklich mir viel Mühe gegeben. Es ist eine grosse Bestätigung für meinen eigenen Geschmack. Weil ich habe das Album wirklich so gemacht, wie ich es wollte. Und habe das gemacht, was ich Lust hatte drauf. Und habe bevor es rauskam, ist dementsprechend so ein bisschen Angst gehabt. Weil ich dachte, ja, oder man weiß ja nicht genau, wie das dann aufgenommen wird. Und dass es jetzt so gut ankommt, ist sehr eine grosse Bestätigung für mich, eben was meinen eigenen Geschmack angeht und eigentlich, dass ich weiterhin kann das machen, was ich gut finde und so. Und dass ich eigentlich wahrscheinlich auf dem richtigen Weg bin, glaube ich. War das für dich ein Stück weit auch Genugtuung, nachdem das erste Album nicht so rausgekommen ist, wie du es dir gewünscht hättest? Auf jeden Fall. Ja, und eben, ich habe mir wirklich auch mehr Zeit genommen, mir mehr überlegt, mir so ein bisschen eine Soundrichtung zurechtgelegt und so. Und sie wie vorher schon gesagt, oder alle Sachen, die man irgendwie dazulernt und besser weiss nachher mit der Zeit. Wenn man Erfolg hat, kommt man auch immer mehr in den Medien und zum Teil vielleicht auch anders, als es man sich gerne wünscht. Zum Beispiel, dass du kritisiert, dass du zu langsam rappst oder sonst was. Wie gehst du mit solcher, sagen wir mal, ein bisschen komischer Kritik um? Eben, wie gesagt, das Album, das Feedback ist ja eigentlich jetzt extrem gut gewesen. Von dem her, ich glaube, ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich nicht irgendwie gross verrissen bin worden oder so. Und ja, schlussendlich werden immer wieder Leute irgendetwas finden, was sie nicht gut finden. Also ich habe ein paar Sachen gelesen, wo ich dachte, was ist jetzt das? Aber schlussendlich stresst mich das nicht gross. Also, nein, eigentlich überhaupt nicht. Du hast jetzt sehr viele Festivals gespielt. Was war da dein Highlight in dem Sommer? Ich habe jetzt zum allerersten Mal auf dem Gurten gespielt, selber. Also ich bin schon seit, glaube ich, 2008 diverse Mal oben gewesen, irgendwie als Gast beim Greis oder so.
Und habe das Jahr zum ersten Mal einfach selber auf dem Plakat gestanden. Und das ist etwas, was ich sehr cool gefunden habe, auch wenn es auf der Waldbühne war. So. Und ist sicher auch, also ich bin extrem Fan vom Gurtenfestival und wir haben uns wirklich dort noch mehr oder weniger vorgenommen, dass wir dann sicher auch mal noch auf der Zeltbühne spielen. Und das war sicher toll gewesen. Und eben jetzt, dass ich am Open Air Ezika, dass ich eingeladen wurde von Patent Ochsen, das war sicher auch ein grosses Highlight gewesen. Wie kam es dazu? Das ist eine längere Geschichte. Ich habe mich mit dem Bühnenhuber zum Mittag getroffen. Irgendwie, weil er das Album gut hat gefunden und so. Und wir haben gefunden, ja, wir treffen uns doch mal und tauschen uns ein bisschen aus. Und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, dass sie am Open Air Ezika spielen. Und dann hat er mich eingeladen, dass sie meinen Song spielen würde. Und ich habe in dem Moment also gefunden, ja klar, das ist cool, super. Und dann, zwei Tage später, habe ich so überlegt, warte schnell. Patent Ochsen spielt mein Song. So, und das ist für mich ist das ein riesiger Kreis, der sich schließt. Ich bin mit dem aufgewachsen. Wir haben Patent Ochsner und Zürich West gehört, wo wir als Kind mit den Eltern in die Ferien gefahren sind. So. Das ist schon etwas Tolles. Was war das für ein Gefühl auf der Bühne? Hat man sich da auch irgendwie so ein bisschen klein gefühlt neben, sagen wir mal, so einem visierten und lang erfahrenen Musiker wie im Bühnenhuber? Es geht. Sie stehen ja eh hinten dran und man merkt es nachher im Moment sowieso nicht so. Aber ich bin, wie ich erwartet habe, nervös gewesen. Und schlussendlich war es aber wirklich einfach super schön gewesen und hat extrem Spass gemacht. Was bedeutet dir das Live-Geschäft im Allgemeinen? Trittst du gerne live auf? Extrem, ja. Also ich genieße es wirklich mega und ich glaube, das merkt man auch. Also, ich habe wirklich sehr gerne Konzerte jetzt. Mit der Liveband fühle ich mich noch wohler als vorher. Und ich genieße es wirklich extrem, jetzt das Album können zu spielen. Es ist so ein bisschen, ist immer schwierig, oder, wenn man es mit der Liveband umsetzt. Je nachdem, tönt es ja nachher nicht hundertprozentig, wie es auf dem Album tönt. Und ich bin aber jetzt sehr zufrieden mit der Richtung, also wie wir es umgesetzt haben. Und und genieße es extrem, mit der Band zu spielen. Und es ist auch eine coole Konstellation innerhalb der Band. So, alle haben Freude, man merkt, es macht allen Spass und so. Und das ist super. Kommen wir ein bisschen vom Live-Thema weg. Was macht ein Song für einen Prozess durch, von, sagen wir mal, von dem Moment, wo du anfängst, ihn zu schreiben, bis du ihn später dann mit der Liveband performst? Also ich habe ja meine Produzenten, die ich mit ihnen zusammen arbeite. Und wir fangen eigentlich meistens damit, also mit der Musik an. Mit einer ersten Skizze, die nachher mehr oder weniger eine Stimmung vorgibt. Die nehme ich nachher heim, schreibe am Text oder lasse umliegen, je nachdem. Also ich habe viele Ideen so auf der Seite, die ich nachher, je nachdem, hat man dann irgendwie ein gewisses Stück Musik, wo ich dann finde, okay, jetzt kann ich die Idee, das passt. Kann ich das zusammensetzen und dann schreibe ich daheim, nehme daheim auf und gehe nachher mit dem wieder ins Studio zu den Produzenten und dann tun wir es musikalisch ausschaffen. Und so wird eigentlich mehr oder weniger der Song fertig. Und nachher mit der Band, oder, ist das wie, geht man das Ganze nochmal durch. Also, und schauen sie es an, schauen, was sie machen können, welche Elemente wir rausnehmen. Und nachher wird geprobt und umbearbeitet und irgendwann steht es, dann finden wir es gut. Was macht für dich einen guten Song aus? Wann ist für dich ein Song fertig? Ich lege grossen Wert, glaube ich, auf die allgemeinen Ideen. Also ich habe immer wenn ich zum Beispiel im Radio einen Song höre und finde, der hätte ich jetzt gerne gemacht, dann sind das so solche, die irgendwie eine schlaue Idee haben oder einen guten Twist so im Refrain, wo jemand das schlau gemacht hat. Und also mir sind wirklich so die grossen Bilder sehr wichtig, dass man irgendetwas findet,
Also so, ich habe ja den Song, den ich Eiskreis heisst, der zum Beispiel, wo ich im Refrain sage, ja, die ganze Welt sieht irgendwie noch aus, als würde sie untergehen mit der Naturkatastrophe und so weiter, Atombomben. Und nachher einer Frau sagen, ja, aber eben vielleicht längt es ja knapp noch, dass man etwas trinken können. Und solche Ideen sind einfach sind so ein das, was mir am Herzen liegt. Und nachher bei uns so ein meine Geschichten dort drumherum. Wie sieht bei dir momentan so eine typische Manilio-Woche aus? Mm. Oder gibt es die eben gar nicht? Also im Moment, eben, wo wir Festivals spielen, muss ich die ganzen Konzerte jeweils vorbereiten. Ich tue immer noch die Setlist umstellen von den Konzerten. Und Proben haben wir jetzt gerade nicht mehr. Und wenn ich nicht zum Beispiel ein Interview habe wie jetzt oder sonst etwas, bin ich daheim und probiere mich auf die neuen Sachen zu konzentrieren. Oder jetzt habe ich gestern gerade noch ein Tourposter vorbereitet für die Herbsttour. Und es sind einfach alles noch, sind noch viele Sachen, die drumherum noch anlaufen. Plus, nachher machen wir noch, habe ich noch so Videotagebuchgeschichten gemacht von den Festivals, die auch ich schneide und bearbeite. Und ja, also es ist immer irgendwelche Sachen, die noch anfallen drumherum. Und ich probiere im Moment eigentlich wieder mehr Zeit frei zu schaufeln, dass ich noch ein bisschen Musik machen kann, so neben allem anderen. Du bist ursprünglich eigentlich aus dem Thurgau. Aha. Und bist jetzt eigentlich ja, in der ganzen Schweiz unterwegs. Wenn du dir einen Ort aussuchen könntest, wo würdest du am liebsten leben? Ich bin sehr zufrieden da eigentlich. Also aktuell würde ich nicht irgendwie wollen zügeln. Also mir gefällt es sehr gut. Ich wohne mit meinem Bruder, ich habe eine schöne Wohnung, man hat genug Platz, eben ein Studio daheim. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden. Kannst du momentan als Musiker von dem Lohn, den man verdient, leben? Jein. Also im Moment reicht es gerade knapp, oder? Weil jetzt haben wir pro Monat 3 Festivals, diesen Monat haben wir auch wieder 3 Festivals. Jetzt komme ich gleich durch, aber wahrscheinlich muss ich da irgendwie wieder noch schauen, dass ich noch etwas anderes nebenbei noch mache. Was steht in nächster Zukunft noch auf deiner To-Do-Liste? Also nach den Festivals haben wir jetzt noch die Herbsttour, die wir spielen, wo eigentlich bis, es geht eigentlich bis Ende Jahr, spielen wir noch Clubkonzerte. Das sind sicher wahrscheinlich um die 10 Shows irgendwie so. Und nachher möchte ich eigentlich einfach wieder anfangen, neue Musik machen und weiter basteln, neues Zeug machen, sicher noch 2-3 Videos vom aktuellen Album. Und das ist es eigentlich mehr oder weniger. Wie lange wird es dieses Mal dauern, bis das neue Album fertig ist? Ja, hoffentlich weniger lang. Also ich habe es natürlich fest vorgenommen, dass es wirklich weniger lang dauert. Und es ist natürlich jetzt auch, wo das aktuelle Album relativ gut gelaufen ist, ist auch irgendwie ein gewisser Druck um. Also jetzt muss ich natürlich eigentlich mehr oder weniger nachliefern. Und jetzt mal schauen. Also ich bin noch nicht wahnsinnig weit, aber ich muss jetzt einfach wieder dran und nachher muss es wieder etwas geben. Sieht man dich dieses Jahr nochmal live in Solothurn? Ich denke es schon, ja. Wir sind im Moment noch am Daten anschauen, aber ich glaube auf jeden Fall, ja. Dann danke. Weiß noch nicht genau. Dann danke ich dir vielmals, dass du heute Abend bei uns vorbeigeschaut hast. Danke euch. Und ich danke auch Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank.